Guten Tag, hier spricht wieder euer Peter Gim. So, jetzt versuchen wir zum Netzwerk zu gehen. Ich bin mal gespannt, was das für ein Netzwerk ist, genau, Leute. Ah, gib mal ein bisschen Gas, dass wir wieder schneller rennen können. Aber ist eigentlich gut abgeschirmt, oder Leute? In einem Gebiet, wo nicht viele Leute sind, das ist klar, Leute, muss man halt. Ja, das ist klar, Leute, wenn es so in der Nähe ist. Gut, speichern wir sicherheitshalber da, Leute. Und dann geht's weiter, Leute. Bin ich mobil? Aloy, du bist jetzt fast da. Wird doch Zeit, dass du dich meldest. Direkt vor dir ist eine Felswand. Daran sind Haltegriffe, die nach oben führen. Oh, wirklich? Und wer hat sie angebracht? Genau. Gut. Warum auch antworten? Geheimnisse sind ja so viel aufregender. Das Eclipse-Fokus-Netzwerk crashen. Wie machen wir das? Oh, Moment. Nicht wir. Ich mache ja die gefährlichen Sachen. Du hörst nur mit. Da sind die Handgriffe, wie du gesagt hast. Hast du gehört, Silence? Nein? Das Schweigen im Walde. Setz dich ans Feuer und wir unterhalten uns. Wie schön, dass du es einrichten konntest. Unsere Aufgabe, heute Nacht das Fokusnetzwerk crashen. Ja, sag mir, was ich nicht weiß. Wie? Zuerst schleichst du dich in die Hauptbasis der Eclipse ein. Was? Aber ja. Und zu deinem Glück stehst du schon an ihrer Haustür. Du musst nur durch den Spalt. Wenn du in der Basis bist, siehst du dein Ziel. Einen baufälligen Langhals und sehr stark modifiziert. Klettere auf ihn. Oben auf seiner Scheibe ist eine Art Modul eingebaut. Zerstöre es und es kommt zum Fokus-Netzwerk-Crash. Dann warst du Teil von der Eclipse. Ich war noch nie ein Teil von irgendwas. Ich arbeite nur für mich, schon immer. Doch, in der Tat war es so, dass ich der Eclipse half, bevor ich ahnte, wie gefährlich sie sind. Es war ein Fehler, den ich jetzt wieder gut machen möchte. Was für eine Art Hilfe war das denn? Kletter durch den Spalt, Aloy. Es gibt jetzt Alter, das wird jetzt Kampf gegen die Eclipse. Ja, ich bin genervt. Das wird ganz schön eng. Verdorbene Maschinen. Sie patrouillieren hier. Eher wie Soldaten, die als Reserve auf den Krieg warten. Du musst an ihnen vorbei. Das ist der leichte Weg? Die Hintertür. Leicht sagte ich nicht. Oh, das wird eine laute Sache.
Alter, die Tiere sind heftig. Ein wenig anfällig. Okay, das heißt, wir müssen müssen ein bisschen ruhiger sein. Okay, durchrennen können wir jetzt nicht. Mal sehen, was dahinter ist. Verdorbene Maschinen. Sie patrouillieren hier. Eher wie Soldaten, die als Reserve auf den Krieg warten. Du musst an ihnen vorbei. Das ist der leichte Weg? Die Hintertür. Leicht sagte ich nicht. Okay, die zwei sind ein bisschen nervig. Alter, aber oh Mann, oh. Ey Leute, geht doch mal weiter, Kickers. Wir müssen hier raus, ey Leute. Hörst du mich? Ich sehe die Beine eines Langhalses, aber keinen Langhals. Verdammt. Der Transmitter wurde entfernt. Sieh in der Schlucht links von dir nach. Er kann nur dort sein. So viel zu deinem Insiderwissen. Bei den Explosionen? Toll. Du hast genau einen Versuch, Aloy. Also spar dir den Sarkasmus und mach einfach. Siehst du die Brücke über die Schlucht? Ja. Merk dir ihren Standort. Man kann sich seitlich an ihr abseilen. Das ist dein Weg hinaus. Und die Eclipse-Truppen? Umgehen oder töten, deine Wahl. Die Sprengung sollte alles übertönen. Finde den Langhals und zerstöre dieses Modul. Dann mal los.
haben Besuch. Okay, ich würde sagen, wir machen hier mal ein paar Eliminiermamon. Was war das? Unsere Maschine pulsiert die Nacht. Der Zaun des Schattens durchdringt sie. Dann komm doch her, Mann! Ich hab was gehört. Ist da vorne ein Kampf? Nein. Eine Ausgrabung. Wenn du schnell bist, betrifft es dich nicht. Toll, noch ein Geheimnis. Die Hütte. Sie ist größer als die anderen. Such den Langhals, Aloy. Für anderes ist keine Zeit. Aber ich kann sie mir nehmen. Was ist das für ein Ort? Eine Ablenkung. Hier sind viele Datenpunkte. Solange König Itamen in Sonnenfall dahin sieht, verwöhnt von seiner Mutter, wird er nie die wahren Lektionen der Sonne lernen. Ich habe versucht, ihn zu unterweisen. Doch der Einfluss seiner Mutter schwebt wie ein Schatten über ihm. Eines Tages brachte ich ihn auf den Palastbalkon, damit er eine Opferung im Ring zu sehen konnte. Aber er zeigte kein Verlangen danach. Er wandte den Blick ab. Seht in die Sonne, sagte ich ihm. Bedeckt nicht die Augen. Sie ist immer bedingungslos. Sie nährt das Leben und sie brennt es hinfort. Sie verbrennt die Haut von Streitern und Jammergestalten gleichermaßen. Niemals zeigt die Sonne Mitleid. Das ist das Beispiel, dem ein Sonnenkönig folgen muss. Das Beispiel eures Vaters. Doch bevor er meine Worte verinnerlichen konnte, war sie da, drückte ihn an sich und bedeckte sein Gesicht mit ihrem Gewand. Wie soll ein König herrschen, wenn er nicht sehen kann? Was ist denn das? Eine Rüstung oder was sieht's aus, oder? Sie kann nur einem Mann passen. Helis. Das ist seine Hütte?
Nicht gerade toll. Was hast du erwartet? Seine einzige Extravaganz ist seine Brutalität. Du kennst ihn also. Nur so gut, dass ich ihn stoppen will. Er ist ein Fanatiker, oder? Zielstrebig. Das lässt ihn konzentrierter sein als du. Vielleicht suchst du jetzt mal den Langhals? Es war bestimmt nicht einfach, den Langhals zu ziehen. Warum bloß? Du sollst ihn einfach nur finden. Zerstöre das Modul. Und dann nichts wie weg hier. Jede Menge Sprengungen da oben klingt nach viel Arbeit. Hoffentlich lenkt sie das genügend von dir ab. Ich sehe ihn. Sie haben irgendetwas um ihn herum gebaut. Kletter hoch. Je schneller du bist, desto besser. Mir gefällt das nicht. Es fühlt sich falsch an. Alles aber warum nicht sollen wir zerstören? Zerstöre einfach das Modul. Das verstehe ich nicht. Warum müssen wir das zerstören, Leute? Ich sehe das Modul. Gut. Und jetzt schnell. Das ist alles? Aloy, jetzt ist nicht die Zeit. Teufel. Öffne das Modulgehäuse. Jetzt. Aloy, tu, was ich sage, sonst sind wir verloren. Einheit ist jetzt hier. Einheit falsch kalkuliert. Einheit vernichtet mich nicht. Bin außerhalb der Reichweite. Du vielleicht, aber das hier nicht! Vernichtet die Einheit! Scheiße, was geht denn hier ab, Leute? Alter Schwede, jetzt müssen wir uns beeilen. Ein bisschen falsch gesprungen. Nur ein bisschen, oder Leute? Nur ein bisschen. So, jetzt müssen wir jetzt wieder Ladesequenz abwarten. Ist ja in Ordnung, meine Herren. Los, Beeilung! Ich weiß.
Alter, was war das für eine Flucht? Alter Schwede. Da haben wir mal durchgezogen. Hoffentlich geht's Aloy gut, die ist durchnässt. Oh. Hoffentlich kriegen wir jetzt noch Informationen, weil sonst weiß ich nicht, was wir weitermachen sollen mit Aloy. Alter Schwede. Ob sie dann noch weitermachen will, ja? Es war knapp, aber du lebst. Du schickst mich da rein, obwohl du weißt, dass Hades da ist? Ich habe dein Leben riskiert. Anders ging es nicht. Aber dafür erfahren wir jetzt auch beide, was wir wollen. Die Geheimnisse von Zero Dawn. Ich glaub dir das langsam nicht mehr. Gut. Das heißt, du wirst klüger. Vertrauen ist etwas für Narren. Es ist instabil wie Sand. Keine gute Basis für eine Partnerschaft. Aber gemeinsame Ziele. Das ist ein gutes Fundament, auf dem wir ein gegenseitiges Verständnis aufbauen können. Wir wollen Antworten, Aloy. Und dank dir sind sie endlich zum Greifen nah. In Sonnenfall. Ich melde mich. Bleib ruhig, Aloy. Mistkerl. Ich würde den Fokus wegwerfen, um dich loszuwerden, Silence. Aber ich brauche ihn noch. Auf nach Sonnenfall. Und Zero Dawn. Alter Schwede, war das ein Kampf. So, Leute. Aber ich denke, Leute, jetzt... Alter, die Quest war ja heftig. Ich glaube, Leute, braucht man jetzt echt nur... Jetzt steht die Fassade, Leute, alle. Also brauchen wir viel, brauchen wir jetzt nicht. Alter, das ist schon heftig. Jetzt braucht man, glaube ich, nur eine kleine Pause, Leute. Schauen wir mal, wo wir hin müssen. Wo man wieder ganz in den Norden, oh, in das heiße Norden, besser gesagt. Aber ich denke, Leute, wir machen jetzt erstmal wieder ein bisschen ruhige. Leute, weil, Alter, das war schon heftig, was wir erlebt haben, unsere Aloy. Jagen Sie mich. So, Leute, alle meine Hände gepackt. Wir sind hier raus. Och. Oha. Aber, Leute, ich würde sagen, nach dieser harten Mission sagt euer Peter Gaming. Tschüss, bis dann und Peachy, bis dann.